Hallöle und herzliche Willkommene. Es ist mal wieder soweit. Wir haben mal wieder eine Kreuzworträtselrunde und der Hintergrund bei mir sieht mal wieder anders aus als in den letzten Folgen. Oder als jetzt schon öfter mal. Und ja, das liegt daran, dass ich schon wieder an einem anderen Ort bin. Ich reise dafür, dass jetzt gerade eigentlich Pandemie ist, leider ein bisschen viel rum. Aber ich sage euch, ich versichere euch zumindest, es sind überall unter 10 Personen. Und ja, sonst mache ich sowas eigentlich ja gar nicht. Radiokonsument, das weiß ich. Das ist ein Hearer. Genau, das ist ein Hearer. Der heart, der listened. Listener eigentlich. Müll könnte man auch als Trash oder Unrat bezeichnen. Ich versuche mal Unrat. Unrat ist gut. Marderart. Der Nerz. Das ist kein Scherz. Suchtstoffe sind Opiate. So, Insel der Balearen ist dann Ibiza. So, großes Raubtier ist mal wieder der Bär. Ist auch lange nicht mehr dabei gewesen. Bitte nicht das nächste Mal wieder wählen. Poetisch Adler ist Arl. Super ist Irre. So, Stichtag ist Terror. Nein, Heilpflanze ist, glaube ich, Aloe mal wieder. Nee, diesmal gar nicht. Medizinpflanze war ja Aloe. Dänisch für Schnee. Snö. Snöborg. Snow. Fluss durch Passau. Ja, gute Frage. Heilpflanze, was gibt's denn da noch? Stichtag ist Termin, natürlich. Ach, Mann. Zu keiner Zeit. Niemals. Niemals! So, dann haben wir hier Alet, glaube ich. Oder Alse. Alse war's. Die Heringsart war Alse. Und das ist gerade... Na, still ist nicht leise. Das ist wahrscheinlich Psst. Psst. Meer ist auch See? Die See, ja, ja. Sündenvergebung ist der Ablass. Gab mal sowas Wunderschönes, da durfte man einfach so, für diese Sündenvergebung bezahlen. Gibt's heute leider nicht mehr, das heißt, man muss mit seinen Sünden leben und in die Hölle und sowas, aber damals konnte man bezahlen und dann wurde einem das einfach so vergeben. Ja, Kfz Erbach, das wird wahrscheinlich ERB sein. Ja, Vagabund ist Trump, ein zentralasiatisches Gebirge. Machen wir erstmal den Holzschnitt. Nee, das Schnittholz. Das ist was anderes, ja. Oder Viehbehausung ist ein Stall, den nehmen wir erstmal. Super. Schnittholz ist dann die Leiste, ja. Echt jetzt? Wie hieß denn das? Ah, Trump mit A. Verdammt, das wusste ich gar nicht so richtig. Die junge Kuh ist, ja, Hauptstadt von... ich weiß es gerade nicht, was die junge Kuh nochmal war. Wahlübung, ist die Kür gewesen, ne? Ja. Englisch Gebiet ist Area mal wieder, die ESA hatten wir auch schon mal. Metallgefäß ist ein Kessel zum Beispiel. Ja, klappt doch. Schlammlawine. Bleh. Nachrichtenmoderatorin. Ja, gleich, nachdem ich den Joke erzählt habe. So, und dann... was könnte das noch sein? Was könnte das noch sein? Widerruf einer Bestellung ist Storno. Na, das wissen wir doch. So, dann ist das hier Utah. Ein Utah, warte mal. If you believe, ist das Lied, was ich denke? Weil dann denke ich an Phil Collins oder Genesis, aber... Oder war das jemand anders? If you believe, it's on the moon. Ja, dass sie jemanden auf den Mond geschickt haben. Streng. Kraftfahrwagen ist ein Auto. Kindertagesstätte ist der Hort. So.
Martha, Tortur. Ja. Streng ist hart. So, tja. Verbindungsstelle Stinat. Oh Gott. Pascha? Keine Ahnung. Lascha, Mascha, Nascha, Sascha, Sascha, if you believe. If you believe in love. Ich habe keine Ahnung, vielleicht meinen die das Lied. Ich dachte an ein anderes, aber so, da haben wir hier erstmal das. In ist das dann, dann ist das hier wirklich. Nee, Snö. Snee. Snee ist das. Das ist Snee. Hauptstadt von Bulgarien. Was war das nochmal? Bulgarien. Wenn ich das noch wüsste. Also Wolga ist es nicht, würde ich sagen. Schlammlawine. Was ist denn eine Schlammlawine? Eine gute. Nee. Okay, eine Fuhre? Nein, eine. Da kommt definitiv kein Haar rein, aber eine Pure natürlich. Nein. Ture, Eure, Aure. Nee, eine Aure ist es auch nicht. Gure, Fure, Dure, Wure? Ich wette, das ist wieder sowas, wenn ich da einfach rumrate und am Ende ist irgendwo das Richtige. Ich gebe da definitiv. Ach, eine Mure. Na gut. Oh nein, die meinten eine ganz bestimmte. Ja, ich dachte jetzt an ein Synonym. Ja, die Frau Slomka. So, Sofia. Sofia ist. Das war die Hauptstadt von Bulgarien. Verse. Und wir haben das erste Rätsel bestanden. Was sagt denn der Zwischenstand? 7 Minuten und ein bisschen ist in Ordnung. Reizleiter im Körper. Haben wir. Okay. So, dann nehmen wir mal wieder hier die Buchstaben auseinander. Hautpflegemittel. Könnte das sein? Werkzeug zum Glätten ist Spachtel. Nein. Moralphilosophie. Klingt toll. Bayerische Landschaft. Bayerische Landschaft. Die Alpen. Das. Nee. Ja, dann. Ich glaube, ich weiß es. Schäumender Speichel. Wunderschön. Was die ja alles so haben. Armut ist Elend. Okay, ja. Fruchtgalat. Gelee. Dann haben wir hier ein L. Dann haben wir hier ein V. Okay. Volatil wäre ein Wort, was das so beinhalten würde. Aber das hier ist ein S. Also passt das nicht. Englisch Berggipfel ist eigentlich auch Summit. Was haben wir noch? Teil des Rindermagens. Super. Musikstil könnte alles Mögliche erstmal sein. Akkusativ AKK, würde ich sagen. Ja. So, dann Unsinn ist. Keine Ahnung gerade. Ackerkrummel lockern. Eggen? Ich gebe es einfach mal ein, weil ich es wissen will. Ha, tatsächlich. Okay. Berggipfel auf Englisch. Was gibt's denn da noch? Top of the Mountain. TOTM. Nee, okay, dann. Also das ist das. Werkzeug zum Glätten wissen wir gerade noch nicht. SAEURE wäre eine Säure, laugenartige Verbindung, aber eigentlich ist ja eine. Ist das ja das nicht? Aber die bayerische Landschaft Franken wäre das ja hier zum Beispiel. Können wir da irgendwie sagen, gefangener Bürger? Oh, das sagt mir auch gerade nichts. Ufergras. Ich glaube, ich sollte lieber mal ein paar Sachen
versuchen, erstmal mir. Also, Hautpflegemittel. Ich würde sagen, es wäre möglich, dass es die Lotion ist. Und ist es auch, dann ist es ja. Ja, dann ist es ja sowieso Franken nicht mehr. Okay, dann ist hier, wenn das wirklich das Gelee ist. Vollgas? Vollgas? Nein, SpongeBob, nicht Vollgas. Vollgas! Ich glaube, es könnte Vollgas sein. Und das würde auch passen mit dem, was ich hier habe. Dann sagen wir einfach mal, nehmen wir das doch mal so hin. Dann wäre hier ein A hin mit dran. Der Musikstil, Hip-Hop, Rap, R&B, Metal, Rock ist es eh nicht dann. Dann haben wir hier, pst, erstmal, Dreiergruppe ist ein Trio. GB ist Great Britain. Blasierter Angeber ist natürlich wieder ein Peter Smits. Nein. Ich weiß gar nicht, ob ich die Berechtigung dazu habe, sowas zu sagen. So, englische Kneipen sind Pubs. So, restlich, übrig. Huch. Ürbig, nein, übrig. So, betrübt sein, trauern vielleicht. Das wäre zumindest, ja. So, Ribonukleinsäure ist natürlich die RNS. Dann gibt es auch noch die Desoxyribonukleinsäure, das ist die DNS. So, Bühnentanz ist der Stepp. Diesmal mit einem P. Wir hatten das schon mal mit zwei P. Kann ich mich dran erinnern. Was haben wir noch? Unsinn. Nippes. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Französisch für wenig. Da wäre ich auch nicht drauf kommen. Akkusativ ist erstmal das. Ach, die meinen mit dem Berggipfel Peak. Ja. Ja, dann könnte das ja wirklich Rock sein, ist es aber nicht. Punk. Punk ist auch noch. Na, das ist doch was. Dann ist das hier der Pansen. Ja, Pansen, Pflanzen und Brimsen sollten eigentlich mal drei Charaktere in einem Fangame von mir werden. Wenig. Nö, das wäre witzig. Nö. Also, ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen würde. Ah, warte mal. Nee, Kappes? Nippes? Kappes ist es. Okay, dann haben wir hier den italienischen Schnaps, ist der Grappa. Insektenfresser. Ja, der Esel. Nein, das ist es nicht. Glaube ich. So, Dingsleiter ist der Nerv, genau. Ufergras. Was haben wir hier? Gärfutter. Gärfutter. Was gibt es denn hier noch so? Schäumender Speichel. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, was Elend ist. Ich weiß, was Elend ist. So, und ein Datum ist ein Date. Geheime Bodenöffnung ist eine Falltüre. Ja. So, töricht. Was ist hier? Fingerreif ist ein Ring. Kriegen wir auch noch hin. Dann ist das hier unklug, das da einzutragen. Und dann laugenartige Verbindung. Alkali. Ja, Alkali, wenn jemand noch die Disney-Serie kennt. So, was haben wir hier noch? Moral, Philosophie, Ethik. Das ist die Ethik, die die da meinen. Schäumender Speichel ist der Geifer. Jetzt weiß ich es auch endlich. Zum Glätten haben wir den Hobel. Und wo gehobelt wird, da fällt der Hobel manchmal auch runter. So, und dann ist das Allgäu. Ja, der, das, die, Allgäu. Was haben wir hier noch? Gefangener Bürge. Machen wir erstmal hier die Erle. So. Gärfutter, Gelage? Nee.
Ich überlege gerade, was könnte das denn noch sein? Ist Esel wirklich? Nein. Der Igel. Der Igel ist, glaube ich, ein Insektenfresser. Ja. Wir haben es bald. Gefangener Bürger Geisel? Mensch, gut zu wissen. So, dann haben wir hier die Hakenschlinge, ist eine Öse. Und, ja. Was ist denn Ufergras? Ufergras. Das ist es schon mal nicht, das Gärfutter. Milage. Gilage. Filage. Rilage. Tilage. Die Lage, ich habe gerade keine Ahnung, ob das so oder so. Lilage. Kilage. Pilage. Eilage. Eulage. Ailage. Nee. Uilage. Das ist ja komisch. Village. Bilage. Nilage. Milage hatten wir schon. Silage. Oh nee. Silage ist doch nicht etwa ein Wort von Silo abgeleitet, beziehungsweise das Zeug, was in Silos drin ist. Na, das wär's ja. So, jetzt haben wir noch Binsen, Weisheiten für euch. Und zwar, auch wenn ihr eventuell ja an andere Orte es euch verschlägt oder ihr, keine Ahnung, Schwierigkeiten habt, eure Tagesplanung unter einen Hut zu bekommen. Wenn ihr eine, sagen wir mal, eine Gewohnheit habt, die ihr auch unbedingt pflegen möchtet, dann scheinen Leute es okay zu finden, wenn ihr das tut. Also zumindest die Leute, die ich um mich rum habe, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mir hier diesen Raum nehmen konnte und hier dem nachgehen konnte, damit auch ja keins dieser Kreuzworträtsel-Videos nicht entstehen kann, sozusagen. Ich finde das sehr nett. Tatsächlich, ich finde diese Gewohnheit mittlerweile so wie ich gemerkt habe, dass es tatsächlich so meinen Alltag ein wenig bestimmt, dass ich mir immer mal so eine knappe halbe Stunde nehmen muss, nur um ein Kreuzworträtsel oder zwei Kreuzworträtsel zu machen, selbst wenn das Video unter einer halben Stunde ist. Ich finde es trotzdem, also erstmal interessant, wie viel Zeit das teilweise in Anspruch nimmt, so über die ganze Zeit gesehen, und wie schwer es manchmal ist, überhaupt einen Zeitraum innerhalb eines Tages zu finden, an dem man das mal schnell reinquetschen kann, wenn man doch mal woanders ist zum Beispiel. Ist sehr interessant. Ich glaube, ich werde das wirklich bloß bis Folge 100 noch machen. Und wenn die da ist, dann höchstens mal so sporadisch. Aber auf jeden Fall, es ist mal eine interessante Erfahrung gewesen, so eine Gewohnheit sich aufzubauen, die man wirklich jeden Tag durchziehen möchte. Ja, und ich würde auf jeden Fall mal sagen, ich hoffe, euch ist es zur Gewohnheit geworden, diese Videos zu sehen. Und deswegen würde ich mich drüber freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also dann, ciao!